Willkommen zum Capstone-Video zum Funktionsbegriff. Hier habe ich ein Beispiel herausgesucht, das mit einer realen Situation zu tun hat. Es wirkt recht kompliziert und wir werden sehen, dass es eigentlich recht einfach zu lösen ist. Und zwar würde ich jetzt einmal sagen, lest euch einmal durch, worum es hier geht. Ja, also wie wir sehen, geht es hier um die Messung von Niederschlag. Niederschlag kann zum Beispiel Regen sein, der runterfällt und man möchte wissen, wie viel es ist. Das wird gemessen. Dafür sollen Geräte aufgestellt werden. Diese Geräte müssen in einer gewissen Höhe aufgestellt werden. Diese Höhe, wie hoch ich mein Gerät aufstellen muss, hängt davon ab, wo sich die Messstation befindet. Befindet sich die Messstation sehr weit oben am Berg, also viele Meter über dem Meeresspiegel, dann muss dieses Gerät etwas höher aufgestellt werden. Es ist tiefer, muss das Gerät tiefer aufgestellt werden. Genauer sehen wir das jetzt hier in der nächsten Angabe. Also wenn wir jetzt hier hingehen, wir sehen bei einer Höhe der Messstation von bis zu 500 Metern, bis zu ist ein wichtiges Schlagwort für uns, beträgt die Höhe, in der dieses Gerät aufgestellt werden soll, genau 1 Meter über dem Boden. Das heißt, wir haben hier in unserer Grafik auf der X-Achse die Höhe der Messstation, und zwar 1 Meter über dem Meeresspiegel, und hier haben wir die Höhe des Gerätes. Wie hoch soll dieses Gerät aufgestellt werden? Das heißt, in unserem Fall von bis zu 500 Metern, 0 bis 500, soll dieses Gerät in einer Höhe von 1 Meter aufgestellt werden. Das heißt, wir machen hier praktisch eine stückweise konstante Funktion und malen hier praktisch den letzten Punkt bei 500 aus, weil wir bis zu haben. Dieser Punkt ist dabei. Gehen wir weiter, schauen wir, die weiteren Geräte werden aufgestellt bei einer Höhe von mehr als 500 Meter über dem Meeresspiegel und bis zu 800 Metern. Das heißt, wir fangen an bei 500, wobei diese Höhe von 100 nicht mehr betrachtet wird, nicht dabei ist, und gehen bis zu einer Höhe von 800 Meter über dem Meeresspiegel. In dieser Höhe soll das Gerät in 1,5 Meter Höhe aufgestellt werden. Das heißt, unsere stückweise konstante Funktion sieht so aus. Wir haben hier den Punkt 500 nicht ausgemalt, weil wir mehr als haben. Zuletzt, die letzte Information in diesem Beispiel, ist der Bereich von mehr als 800 Meter über dem Meeresspiegel, das heißt, hier malen wir wieder nicht den Punkt aus, beträgt die Höhe, in der ich mein Gerät aufstellen soll, 2 Meter. Wichtig ist, dass hier beim Wert 500 nicht beide Male der Punkt ausgemalt ist, weil sonst hätten wir gar keine Funktion. Sonst hätten wir eine Stelle, nämlich 500, die 2 Funktionswerte hat. Und das wäre nicht möglich, dann wäre es keine Funktion. Ja, und somit haben wir dieses Beispiel, das am Anfang kompliziert scheint, doch so schnell gelöst.